dass ich da durchhalt, dass ich das gut wegstecke. So war es dann auch. Und deshalb hat das genauso passt. Und natürlich ist jetzt wichtig, ein paar Tage Erholung, dass ich wieder topfrisch für die nächsten Linie bin. Können Sie uns das ein bisschen beschreiben? Wie macht man das? Wie versuchen Sie jetzt so schnell wie möglich diesen Akku wieder aufzufüllen? Ein paar Tage zu Hause, nichts machen. Ich war jetzt doch über 2 Monate weg. Zu Hause genießen, gut essen, sehr wichtig. Dann schaue ich natürlich, dass ich schnell wieder in den Schlafrhythmus komme, dass der Jetlag schnell verschwindet. Und dann geht das schon. Nach 3-4 Tagen mal nichts machen und dann wieder langsam ins Training einsteigen. Und dann geht es wieder voll los. Voll los geht es mit einer kleinen Adaptur beim Turnier, bei der Turnierplanung. Sie fangen jetzt in Rio wieder an. Inwieweit ändern Sie dahingehend Ihr Training jetzt? Es war geplant, dass ich Buenos Aires spiele, wenn ich in Australien nicht so weit komme, dass ich von Australien direkt nach Südamerika fliege. Das hat sich jetzt alles ein bisschen geändert. Ich habe Buenos Aires rausgezogen und werde jetzt in 10 Tage zu Hause, mache 4 Tage Pause. Dann habe ich fast eine ganze Woche zum Trainieren, auf Sand vorbereiten natürlich. Das letzte Mal auf Sand habe ich in Kitzbühel gespielt, das ist doch eine Zeit her, dass ich da wieder mich lerne zum Bewegen auf dem Belag, dass ich da wieder alles drauf einstellen. Rio ist ein super Turnier, das ich schon mal gewonnen habe, wo ich auf jeden Fall gut spielen will auch. Und es ist auch das einzige Turnier auf Sand, das ist auch das, was ich zum ersten Mal mache. Und danach noch einmal so einen bisschen körperlichen Block, einen Fitnessblock und dann ähnlich wie letztes Jahr früh noch in den Wales dort vorbereiten, weil das gut funktioniert hat. Sie haben schon in der Pressekonferenz angesprochen, Davis Cup Qualifikation ist kein Thema, weil es einfach nicht passt, unmittelbar vor der Titelverteidigung, vor der hoffentlich erfolgreichen Titelverteidigung in Indian Wales. Aber wie würde es dann stehen mit dem Davis Cup Finale? Ich hoffe, dass wir uns qualifizieren und habe natürlich vollstes Vertrauen in meine Teamkollegen. Dennis ist in Hochform, das erste Mal in seiner Karriere in den Top 100 und ich glaube, dass die das auf jeden Fall machen werden. Und dann bin ich natürlich wieder mit dabei. Ich wäre jetzt auch sehr, sehr gern mit dabei, aber der Termin ist schon unglücklich. Vor allem jetzt auch mit den ganzen Reisen, wie lange ich auch weg war, wäre es einfach nicht gescheit, das zu machen, aber werde aus der Ferne die Daumen drücken und hoffen, dass ich dann beim möglichen Finale das Team wieder verstärken kann. Wenn man Sie so beobachtet, dann sieht man, dass Sie in den letzten Monaten auf Hardcourt Unglaubliches geleistet haben. Wird der Hardcourt zu Ihrem neuen Lieblingsbelag? Ich habe immer gerne auf Hardcourt gespielt, das hat halt nur an den guten Ergebnissen gefehlt, ein bisschen, aber vor allem seit Herbst letzten Jahres habe ich, glaube ich, einen guten Schritt nach vorne gemacht. Wir haben an den wichtigsten Schrauben gedreht, im Training vor allem, dass ich offensiver werde, Hardplatz, dass ich mehr ans Netz gehe, mein Volleyspiel verbessere und dann natürlich die Spieleröffnung ist, je schneller Belag wird, desto wichtiger wird es. Aufschlag und Return ist auch um einiges besser geworden und da habe ich mir viel Selbstvertrauen geholt mit den Titeln in Asien, Wien und dann im Finale in London. Und dann war mein Ziel, dass ich das in der Vorbereitung nochmal verbessere und das ist mir gut gelungen. Und das hat sich schon ausgezahlt jetzt in Australien. Und da sehe ich auch, dass ich in der absoluten richtigen Richtung bin. Aber trotzdem gibt es noch viele Sachen zu verbessern, die ich in den Trainingsphasen angehen werde. Wie intensiv wird denn die Verbesserungsarbeit für Rasen? Oder ist das eher aufgrund der Tatsache, dass die Saison so kurz ist, ad acta gelegt? Überhaupt nicht. Also ich spiele eigentlich auch gerne auf Rasen und habe vor, wann war es, ja, jetzt ist es mittlerweile schon 4 Jahre her, eine richtig gute Rasensaison gespielt. Und Wimbledon ist das prestigeträchtigste Tennisturnier, was es gibt. Das heißt, ich will schon irgendwann gut spielen dort und ich glaube, dass das schon auch wichtig ist, die Adaptionen, die ich auf Hardcourt geschafft habe, sind jetzt nicht so unendlich auf Rasen, aber dadurch, dass die Saison kurz ist, dadurch, dass ich hoffe natürlich, dass ich in Paris wieder gut spiele, ist die Vorbereitung kurz und es gibt einfach viel, viel mehr Gegner, die dort gefährlich werden können auf Rasen, wie man letztes Jahr auch gesehen hat und deshalb kann man da nicht so planen wie bei den anderen Turnieren, dass ich weit komme, aber ich werde mein Bestes geben und hoffe natürlich, dass ich irgendwann auch in Wimbledon tief reinspiele. Aber der Lieblingsbelag bleibt Sand, oder? Ja, das wird er immer bleiben. Ich bin aufgewachsen. Ich liebe, wie man sich bewegt auf Sand. Ich komme gleich wieder rein auch. Und dadurch, dass ich von 10 bis 18 fast nur auf Sand gespielt habe, wird das immer der Hausbelag bleiben.
Jetzt würde mich persönlich interessieren, wenn Sie mir beantworten, was fehlt Ihnen noch zum ersten Grand Slam-Sieg? Aber das beantworten Sie mir jetzt nicht rationell aus dem Kopf heraus, sondern vom Gefühl. Ich glaube, dass echt nicht viel gefehlt hat, aber man kann es einfach nicht planen, man kann das nicht garantieren, vor allem, weil es in einem Finale von einem Grand Slam immer gegen die absoluten Superstars von dem Sport geht. Und sicher reden noch alle immer davon, es wird wahrscheinlich leichter, wenn die großen drei dann wegfallen, aber dann werden wahrscheinlich Spieler wie Zverev, Tsitsipas, Medvedev im Finale gegenüberstehen, und haben wir gesehen, wie unglaublich gut die spielen auch in den letzten Monaten. Das heißt, es wird wahrscheinlich nie leichter werden. Und einfach schauen, dass ich mir wieder so eine Chance arbeite, hoffentlich ganz bald, und dann die Dinge besser mache, oder dann das Glück, was ich dieses Jahr Viertel-Halbfinale auf meiner Seite gehabt habe, vielleicht dann im Finale auf meiner Seite habe. Aber es sind einfach ganz kleine Details, die entscheiden. Und das Wichtigste ist einfach, dass ich mir immer wieder die Chance arbeite und hoffentlich irgendwann auch nutze. Hinter Ihnen hängt ein berühmter Österreicher, Falco. Vorne hängt Arnold Schwarzenegger. Wann würden Sie sich wünschen, dass Sie hier hängen am Flughafen Windscheid? Wenn Sie mich aufhängen, ist relativ wurscht eigentlich. Ja. Das wollen wir nicht. Nicht? Na, dass Sie aufhängen. Also nein. Ja, als Bild meine ich, aber nein, wenn Sie wollen, ist okay. Wenn nicht, ist auch okay. Wenn es relativ egal. Ja. Aber wie gehen Sie mit der Tatsache um, dass Sie zu den berühmtesten Österreichern mittlerweile weltweit sind? Ist das ein schönes Gefühl? Macht das stolz? Es kommt einfach mit Erfolgen oder mit großen Spielen auch, mit Grand Slam-Finales kommt das automatisch, und es ist okay, wie es ist. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.